Mein Name ist Ralf Otterpohl, ich bin Professor für Abwasserwirtschaft an der Technischen Uni Hamburg. Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit neuen Abwasserkonzepten, weil die bestehenden Konzepte nicht ideal sind, und mache da halt Forschung mit einem Forschungsinstitut. Also die Situation im Sanitärbereich, also mit Toiletten und Abwassersystemen, ist katastrophal. Da, wo Abwassersysteme sind mit Kanalnetzen, ist meistens keine Behandlung. Also es geht rohes Abwasser mit Fäkalien in Gewässer, die auch wieder von Menschen benutzt werden, auch zur Trinkwassergewinnung. Und das hat halt wahnsinnige Krankheitsverbreitungen zufolge. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch über 2 Milliarden Menschen in der Welt, die halt überhaupt keine Toiletten haben oder keine menschenwürdigen Toiletten. Und da ist halt extrem viel noch zu tun. Also es hakt auch daran, dass es wenig gute Konzepte gibt. Also es wird sehr, sehr viel gemacht, aber da ist vieles, was dann auch nicht richtig funktioniert, wo halt einfach entweder die Leute nicht so mitmachen, wie man gedacht hat, oder wo die Technik dann doch nicht so gut ist, wie eigentlich erwartet wurde. Und es ist wichtig, dass man jetzt halt wirklich sehr, sehr gute Systeme hat, die auch ästhetisch sehr ansprechend sind. Also gerade die ärmsten Leute der Welt sind da am empfindlichsten, weil die haben wenig, und das Wenige, was da ist, muss einfach was hermachen. Und sowas ist absehbar jetzt, und wenn man solche Entwicklungen jetzt im größeren Stil anbieten kann, dann kann sehr, sehr schnell auch was passieren. Ja, was man so als Ecosan bezeichnet, ist Ecological Sanitation, das heißt als ökologische Sanitärkonzepte oder ökologische Toilettensysteme. Und das ist, der Begriff wird von vielen verschiedenen Gruppen verwendet. Das ist jetzt nicht so, dass das nur eine Gruppe gibt. Und das ging halt einfach aus von den Entwicklungen in Schweden, die halt da sehr, sehr früh mit angefangen haben. Und von dort ausgehend haben halt viele andere Gruppen in verschiedenen Teilen der Welt auch in ähnlicher Richtung gearbeitet, und das ist eine sehr aktive Bewegung. Es gibt inzwischen wahrscheinlich ungefähr 1 Million Installationen, also es ist jetzt nicht mehr so, dass das eine ganz kleine Sache ist. Auf der anderen Seite gibt es auch viele massive Rückschläge, das muss man auch ganz ehrlich sagen, also von daher, das ist noch nicht gut genug. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, deshalb ist es schwierig. Also erstmal muss man bei Sanitation immer sehen, man muss mit Behörden arbeiten. Man kann nicht einfach sagen, das ist erstmal, ja gut, aber das Bürokratische ist in vielen Ländern, wo die Situation katastrophal ist, gar nicht so schwierig. Wenn die sehen, da kommt jemand, der was Vernünftiges macht, sind die oft sehr interessiert, so dass man das quasi mit denen zusammen macht und dass man dort auch Rückenwind kriegt. Aber man muss halt ein überzeugendes Konzept haben. Und da hakt es im Moment noch sehr an Kosten. Also die Systeme, die im Moment da sind, Trockentrenntoiletten, sind viel zu teuer heute. Und wir haben halt auch eine Notwendigkeit, Toiletten zu haben, die einfach in der Wohnung installiert werden. Also das Wesentliche ist tatsächlich, ein ganz, ganz tolles Design zu haben und eine Toilette, die im Haus installiert werden kann. Leute wollen nicht nachts rausgehen, das ist ja bei jedem so. Und heute ist im Bereich von Ecosan halt meistens so das Häuschen draußen noch angesagt, weil es doch immer noch ein bisschen Geruch gibt. Und jetzt gibt es halt eine tolle neue Entwicklung, die halt auf Lactobakterien basiert. Und diese Lactobakterien kann man zumischen, und die vermeiden den Geruch komplett. Und die führen auch dazu, dass die Exkremente sehr, sehr gut hygienisiert werden. Und jetzt ist halt die Herausforderung, eine tolle Toilette zu entwickeln, die diese Funktion haben, die man im Haus installieren kann, die aber auch dann vom Betrieb her möglich sind. Das muss ja dann auch geleert werden in Abständen. Das darf auch nicht zu teuer werden. Und da haben wir jetzt eine Entwicklung. Wir haben ein Preisgeld ausgesetzt gehabt von $50.000 für ein tolles Design, für eine Toilette. Das war mit der World Toilet Organization zusammen. Und da ist jetzt der erste Preis ist jetzt hier zu sehen. Also das ist so ein Modell, was wirklich sehr, sehr formschön ist, und so eine Toilette kann die Exkremente für eine ganze Familie für eine Woche sammeln, und durch die Lactobakterien gibt es dann keinen Geruch und schon eine Vorbehandlung, und diese Toiletten haben dann so einen Anschluss, wo die abgesaugt werden können von außen mit so einem normalen Saugwagen,
Es gäbe auch eine Variante für Geschosswohnungsbau, dass da Pumpen drin sind, dass das dann ausgepumpt wird. Und das Ganze kann sehr kostengünstig eingesammelt werden. Die höheren Kosten sind witzigerweise für den Zucker, den man braucht, um diese Lactobakterien wachsen zu lassen. Das ist aber dann Teil von Bau von gutem Humus, der halt dann wieder zur Bodenverbesserung dient. Also es ist nicht ganz unkritisch, mit Exkrementen in den Boden zu gehen, wo auch Lebensmittel hergestellt werden. Ich empfehle inzwischen, dass man die ersten 10 Jahre die Exkremente dafür verwendet, Aufforstung zu machen, Bäume zu pflanzen, auch durchaus Bäume, die später Lebensmittel, nicht Zierpflanzen, sondern Pflanzen, die auch nutzbar sind. Also für tropische Gebiete ist Moringa der klasse Baum. Und wenn man jetzt Moringa anpflanzt in Gegenden, wo der Boden sehr schlecht ist, dann kann man halt durch dieses Substrat, was halt, wie gesagt, auch Schadstoffe enthält, Pharmarückstände, Rückstände aus der Pille, Hormone und so weiter, kann man erstmal die Bäume wachsen lassen. Und so über etwa 10 Jahre ist das dann halt im Laufe der Zeit durch den Regen ausgewaschen, zum Teil abgebaut, sodass dann halt irgendwann auch das für Lebensmittelherstellung sicher ist. Und wenn man jetzt Moringa-Bau macht, der wird dann auch ungefähr nach 10 Jahren richtig produktiv und kann dann halt Futter und Lebensmittel produzieren. Moringa hat ja halt Blätter, die halt so wie Spinat und Mangold sind. Ganz fantastisches Essen. Und das wäre halt eine tolle Möglichkeit, hygienisches Risiko auf null zu reduzieren und zugleich halt trotzdem auch für Lebensmittelsicherheit zu sorgen. Also aus meiner Sicht ist Grauwasser eine gute Möglichkeit, um Bambuspflanzungen zu machen, um die Häuser herum, als Zaun, als Beschattung, also in tropischen Gebieten halt nach Süden und, nicht nach Süden, sondern nach Osten und Westen. Und dabei zugleich halt noch ein Einkommen für die Leute zu schaffen, weil Bambus halt hochpreisig ist, ist ein gutes Baumaterial. Und so kann man halt die Grauwasserreinigung damit kombinieren, dass man noch auch ein Einkommen generiert. Ja, dieses ein Monat, früher waren es 3 Monate, man hat mal 6 Monate gesagt, stimmt leider alles nicht. Also wir haben große Forschungsarbeiten dazu gemacht, zu gucken, was passiert mit den Rückständen von Pharmazeutika, synthetischen Hormonen. Vieles ist überhaupt nicht abbaubar. Das kann man 10 Jahre stehen lassen, da passiert nicht viel. Und das ist halt das, man muss halt ein System finden, wo die Stoffe, die ja eigentlich oft auch gar nicht nötig sind, dann aber harmlos werden. Und die Düngung von Gemüse direkt mit Urin finde ich nicht richtig. Einerseits wegen dieser Schadstoffe, auf der anderen Seite aber noch viel wichtiger, es ist eine direkte Düngung mit Mineraldüngung. Und Mineraldüngung ist ein Unsinn. Das ist ein Marketing-Aberglaube, dass Pflanzen halt Mineraldünger brauchen. Das ist einfach so, dass gesunde Pflanzen brauchen organischen Dünger, die brauchen guten Boden und die brauchen nicht Stickstoff, Phosphor, Kalium im Überschuss, weil sie dann krank werden, wieder Pestizide brauchen und minderwertige Lebensmittel bringen. Und von daher wollen wir halt Urin dafür verwenden, Aufforstung zu machen, Bodenverbesserung zu machen. Und wir sehen das als Teil einer Kompostierungsbehandlung und nicht als einen Dünger. Was wir machen, wir trennen gar nicht mehr. Also in diesen neuen Toilettensystemen ist keine Trennung mehr da, weil es einfach unglaublich schwierig rüberzubringen ist und auch nicht wirklich gut funktioniert. Und durch die Lactofermentation brauchen wir die Trennung nicht mehr. Das ist der große Vorteil. Und damit haben wir halt die Möglichkeit, dann das zusammen zu kompostieren durch Zugabe von holzigen Resten, also Kleinholz-Sachen, Blätter, Rückstände und so weiter. Und die Holzbestandteile, die gleichen den Nährstoffüberschuss aus. Und das gibt einen hervorragenden Langzeitdünger dann. Und auf der anderen Seite geben wir dann auch Holzkohle bei, was halt dann in Holzgaskochern produziert wird. Also beim Essen kochen entsteht gleich dann die Holzkohle, um den Kompost zu verbessern und ihn dauerhaft zu machen, auch in tropischen Gebieten. Und damit hat man dann eine Möglichkeit, dass halt auch Urin Teil von einem hervorragenden Bodensubstrat wird.